Hallo und guten Tag. Es ist der 22.06.2022 und wir sind hier auf dem Goslarschen Schützenfest und wir wollen uns jetzt mal ansehen, wie der Fortschritt hier ist bei den Aufbauarbeiten. Es füllt sich immer weiter. Das wird ja alles noch zu sein. Alles vollgestellt werden. Ja, wie schon gesagt, das wird das erste Schützenfest werden, wo es keine Corona-Beschränkungen gibt, wie es die letzten Jahre waren. Einmal ist ja ausgefallen, komplett. Und das letzte Mal hatten sie ja für die Gäste Limitierungen gebracht. Der Biergarten. Es ist schönes Wetter, wir haben zurzeit 19 Grad. Das waren noch Zeiten, als man da drin saß. Hier muss ich dann wahrscheinlich den Ton rausnehmen, weil sonst meckert wieder YouTube eine Urheberrechtsverletzung. Ja, hier entsteht auch bald wieder was Neues. Die Krake, der Klassiker. Oh, Mamma Mia, ist das eine Pizzeria? Ja, Toiletten. Das ist immer hier ein Ding. Riesenschlangen. Klar, wo viel getrunken wird,
da muss man auch austreten gehen. Da kann man fast sich eine Karte holen, bis man dann irgendwann mal rein darf. Ist jedes Jahr das gleiche Chaos. Und da kommt schon wieder ein Nächster mit einer Bude. Auszeit. Frozen Joghurt. Hansestadt Bremen. Ah, das sind Zugmaschinen. Die haben Mumm. Leichter Wind, wie man hört. Na, so viel weiter sind sie ja auch nicht. Fahren können. Er kann die Hinterräder einschlagen. Seht ihr das? Sagenhaft. Doll aus. Das sieht man normalerweise gar nicht, was unter dem Karussell sich alles befindet. Es wird dann abgedeckt.
Na, was wird hier aufgebaut? Ja, das wird doch bestimmt der Autoscooter. Und alles passt auf so einen Hänger drauf. Aufgebockt. Der Wohnwagen. Dann kann man seitlich ist er ausgefahren. Und immer noch vorübergehend geschlossen. Tja, die haben immer noch keine Lust, etwas aufzubauen. Ja, fehlt vielleicht noch die Schraube, die es zusammenhält. Ja, das war unser Rundgang für heute. Und wir werden das weiterverfolgen. Es bleibt spannend. Euch einen schönen Tag. Tschüss.